So, guten Morgen. Es ist Samstag, der 18. Juli. Es ist 5.30 Uhr morgens. Die Möwen, die feiern hier schon eine Party. Und für uns geht es gleich los nach Dänemark. Wir haben ziemliche Flaute, ein bisschen Südwind, minimal. Aber morgen sieht es auch nicht besser aus. Also müssen wir heute los. Also, wenn wir Pech haben, wenn wir den ganzen Tag Motoren, wenn wir Glück haben, können wir mit unserem kaputten Baum ausbaumen und Genua und groß im Schmetterling ausklappen und dann uns ein bisschen schieben lassen. Aber naja, besonders zuversichtlich bin ich nicht, was den Wind angeht. Oh, ansonsten freuen wir uns auf Dänemark. So, jetzt werden wir das Schiff klar machen und ich denke mal, so um 6 geht's los.
Was machst du da? Mücken jagen. Mit dem Staubsauger. Ja. Sonst wirst du dem nicht her. Spontane Planänderung. Wir ottern jetzt hier seit Stunden von Heiligenhafen Richtung Bagenkop und wir sind auch nur noch knapp anderthalb Stunden vom Hafen entfernt. Aber wir haben es erst halb elf und ständig funkt das Funkgerät dazwischen. Wenn ich hier versuche, was zu sagen. Ja, Planänderung. Wir fahren also in die Marstallbucht. Jetzt, weil wir noch so viel Zeit haben heute. Und morgen soll es auch wieder Flaute sein. Und danach soll es Westwind geben. Dann ist jetzt der spontane Plan, dass wir sehen, dass wir so weit wie möglich nach Westen kommen. Wir werden dann wahrscheinlich nördlich von Erö nachher den Anker schmeißen und da in der Bucht ankern und vielleicht mal den Grill an die Reling hängen. Und dann werden wir die Nacht da verbringen und morgen relativ zeitig wieder los. Und dann sehen wir zu, dass wir bis Mittelfahrt kommen. Und dann haben wir, wenn wir dann Anfang der Woche nur noch Westwind haben, eigentlich die ganze Zeit nur noch Richtung Osten und Richtung Süd vor uns. Wenn wir dann um 4 Uhr rumkommen wollen. Und ja, können dann richtig gemütlich wieder nach Hause zotteln. Ja, so viel zum Plan.
rückwärts. Also doch einen leichten Rückwärtsimpuls geben gleich. Bitte? Gleich kurz rückwärts. Ja. Bereit? Nee, warte. Ja, doch. Ja. Rückwärts! Immer ein bisschen Schub! Wir drehen uns! Gib mal einen ordentlichen Schub rückwärts. Ah, warte mal, da kommt einer. Ja, genau, sag ich doch. Versuch mal einzurücken rückwärts. Ja, weiter, Gas geben, in die Richtung. Noch mal ein bisschen rumdrehen. Pack nicht. Fahr vorwärts, ich hole wieder rein. Fahr uns mal ein bisschen frei, darüber. Worüber? Darüber. Ja, mach ich ja schon. Gas geben, Gas geben, bis ich Stopp sag. Stopp! Ihr hängt. Ja, moin. Wir sind gerade vor der Küste von Erö angekommen und haben gerade den Anker geschmissen. Das wird das erste Mal sein, dass wir über Nacht ankern. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das Ankern hat doch erst beim zweiten Versuch funktioniert. Beim ersten Anlauf hat der Anker keinen Grip gefunden und wir haben quer zum Wind gestanden und irgendwie alles scheiße. Und dann kam auch noch gerade, während wir unser Ankermanöver gefahren haben, von hinten eine andere Yacht auf, die auch hier ankern wollte. Und dann hatten wir auf einmal ganz wenig Platz und irgendwie sind die total nah an uns rangekommen.
War ein bisschen spooky. Und ja, dann haben wir nochmal einen zweiten Anlauf genommen. Die waren dann ein bisschen weiter weg und wir haben dann auch ein hübsches Plätzchen gefunden. Und ja, dann hat es auf einmal alles wie am Schnürchen funktioniert. Hoffentlich ist das heute Nacht auch so, dass der Ankeralarm nicht losgeht. Wir stellen mal 3 vorsorglich, falls einer ausfällt oder 2. Na, dann haben wir noch einen dritten, dass alles gut geht hoffentlich. Ja, dann schmeißen wir gleich noch den Grill an. Wir vermuten mal, dass in Dänemark landseits wieder Grillen verboten sein wird mit offenem Feuer, aber wir sind hier auf dem Wasser. Wir haben so einen Grill, den man an die Reling schrauben kann, an den Heckkorb. Und das probieren wir mal aus. Wir haben den Grill jetzt seit einem Jahr nicht in der Hand gehabt. Ich hoffe, dass der noch funktioniert, dass der nicht irgendwie durchgerostet ist oder so. Gucken wir uns mal an und dann hoffe ich mal, dass das mit dem Grillen funktioniert. Dann hätten wir heute 2 kulinarische erste Erfolge, wenn das mit dem Grillen klappt. Wir haben nämlich heute Morgen schon den Omnia das erste Mal ausprobiert, um Aufbackbrötchen zu machen. Jetzt war sich ein bisschen heißer und ein bisschen länger, dann werden die Aufbackbrötchen hoffentlich auch knusprig und mit Silikonform. Ja, aber das probieren wir aus und wie sich das so weiterentwickelt, werden wir natürlich auch berichten. Ja, und dann machen wir uns jetzt erstmal einen ruhigen Abend hier vor Ehre, gehen gleich eine Runde schwimmen, schmeißen den Grill an und genießen das Leben auf Mystra. Bis dahin, tschüss!